Herzlich willkommen zur weiteren Folge auf der Karte von Thüringen. Wir werden anfangen mit Holz erkaufen, da wir ein bisschen Geld brauchen. Morgen wird dann entsprechend gedüngt. Unsere schöne Auffahrt ist auch fertig. Wir werden auch noch Bäume fräsen, Stoppenfräsen durchführen und Pflanzen. Ja, Pflanzen haben wir heute noch am besten. Wir pflanzen alle keine Bäume. Dazu müssten wir immer kaum letztendlich kaufen. Machen wir zu selten, ne? Farmhaus, diverses. Na, da ist es auch nicht. Da, nee, nein. Silos, Tierhaltung, Farmhaus, Hallen, Mensch. Gehen wir da rein, ne? Big Bags, Paletten trifft's hin. Wow, 10.000. Gut, das war auch 200 Stück, ne? Dann nehmen wir den Traktor gleich und fahren hin. Weil der hat nämlich alles dran, ne? Dann können wir gleich die ersten Reihen pflanzen. So, auf geht's. Ab zum Händler und holen wir uns die Bäume holen. Ich weiß natürlich, das Risiko ist, wenn eine neue Karte kommt und ich brauche einen neuen Spielstand, dann wäre das irgendwie blöd. Aber normalerweise brauchst du nur einen neuen Spielstand, wenn zum Beispiel also grundlegend Neues kommt. Wenn alte Hallen wegkommen und neue Hallen kommen, dann wirkt sich das nicht so stark aus, weil man im Prinzip nichts ändert. Er ruckelt ein bisschen, aber liegt wahrscheinlich daran, dass ich Shredder Cage gelöscht hatte. Morgen müssen wir düngen auf Feld 12 und Feld 60 und Feld 38, wo unsere Sonnenblumen sind. Ups, die hoffentlich morgen keimen werden. Im nächsten Jahr, im nächsten Ingame-Jahr möchte ich gerne mit Tiere anschaffen. Weiß noch nicht genau welche. Also hier vielleicht mal Schafe, mal was anderes.
Stehen die kleinen Bäumchen schon. Gehen wir in die Außenansicht. Und gleich. Hier ist Hof 1. Haben wir unsere Bäumchen schon. 200 Stück. Also schön grün jetzt im Frühjahr, ne? Das ist eine richtige Bereicherung mit Season. Das ist richtig wie im Echt. Jetzt fehlt noch so ein intelligentes Helfersystem. Wenn man sagen könnte, Paul, mach mal dies. Und der macht allein für allein los. Was ich, Holz verkaufen oder... düngen mal die Felder. Aber das klappt glaube ich nicht. Das wird wohl nicht kommen. Ja, mein Gut, da haben wir schon kurz, das ist schon eine Errungenschaft. Finde ich super. Ein paar Bäume stehen hier noch, ne? Kann ich mir schon vorstellen, da haben wir ein paar Fällen. Nur Land kaufen können. Das Zeit können wir nicht kaufen. So, sind wir schon da, können wir gleich Bäume pflanzen. Ich hoffe, ihr hört alles schön gut, soundmäßig. Dass nichts zu laut ist. Und nur einige Geräte wegräumen und waschen, reinigen, putzen etc. Aber aktuell haben wir nur zwei Hallen und das ist schon mal ganz gut belegt. Auch schön gelungen mit der Halle da oben. So. C. So, mal hochstellen, ist besser. So, gehen wir auf hinten. Am Heckbetrieb. V runter und dann geht gleich los. B. Oh, das war sehr eng. Zwei Meter ist so eng. Ja, wie Hecke. Also wie es aussieht, schau mal, 5 Meter, ja das geht, 5 Meter geht. Dann haben wir genug Platz zum Wachsen und ich kann ein paar Platz zum Arbeiten.
Wenn wir eins haben, haben wir nur Platz. Na gut, da haben wir eh dicht dran. Geht ja nicht anders. Da kann man schon immer einstellen mit 5 Meter. Entschuldigung. Schon schön lange hell, ne? Jetzt fehlen noch ein paar Rehe, die umherlaufen. Vielleicht kommt das beim nächsten. Mit dem nächsten Spiel. 21. Die Frage ist immer nur, was man machen könnte, das Spiel zu steigern, dass man immer noch sagen kann, oh ja, das kaufen wir jetzt nochmal, ne? Und seien wir mal ehrlich, Traktoren haben wir doch alle. Erdemaschinen haben auch fast alles, was so gibt. Ja, viel mehr. An Geräten kann man bald nicht viel mehr machen. Ja, und das Einzige wäre, die Landschaft entsprechend so zu gestalten, dass es reeller wäre. Oder zumindest, dass man teilweise im Boden versinken würde, ne, oder so, ne? Eine Variante, also rein die Fahrphysik halt so zu gestalten, dass es real aussieht, ne? Das wäre noch eine Option, die man als Steigerung betrachten könnte. Ich glaube eher nicht, dass hier entsprechend hier Produktion einbauen wird, das glaube ich eher nicht. Wir werden jetzt versuchen, jedes Jahr ein paar Bäume zu pflanzen. 200 Stück ist eine gute Zahl. Können wir da entsprechend immer ein paar Bäume entsprechend verkaufen. Und da
könnte man auch Produktion hier hinstellen, ne? Wo es aktuell, naja, da fehlt auch Verkaufsstellen. Also wenn ich jetzt hier Produktion machen würde für Paletten oder für Bretter, ja, es bringt ja nichts, wenn man nicht, nicht verkaufen kann, ne? Also eher was man brauchen könnte, auch Dünger oder Saatgut, das wäre eine gute Option. Später Frühling haben wir jetzt zur Zeit. Also im Grunde Mai, Ende Mai, Anfang Juni. Das sind die Temperaturen eigentlich sehr realistisch. So, dann haben wir auf 3 Tage spielen. Noch ein Pflanzen wir noch. Platz haben wir ja genug. Hauptsache, die wachsen auch an. Aber denk mal, warum nicht? Wenn es feucht genug ist, wachsen die schon an. Der Boden meine ich jetzt hier. Temperatur bei Bäumen ist so nicht so tragisch. Nur Frost soll es nicht sein, ne? Da kommen wir nicht im Boden nicht rein. Ansonsten, normalerweise, wenn genug Wasser vorhanden ist, wachsen die auch im Sommer an. Aber besser ist normalerweise Frühjahr, zeitiges Frühjahr, sag mal so. Wenn der Frost raus ist, dann kann man sofort anpflanzen. So, dann pflanzen wir die Bäume nach aus und dann können wir gleich loslegen mit Fräsen. Ja, und dann ist auch die Folge zu Ende. Nicht schlecht, haben wir ein bisschen mit geschafft. So, alle, mehr ist nicht. Immer aus, vorne runter, anschalten. So, Leute, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich würde mich freuen auf ein Wiedersehen. Dann sagt mal ein Tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.